The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 8. September. Während draußen langsam, aber sicher der Herbst an die Tür klopft und es immer kälter wird, scheint Olaf Scholz nun endlich auf Temperatur gekommen zu sein. Der Bundeskanzler zeigte sich bei der gestrigen Debatte ungewohnt temperamentvoll. Auf die Vorwürfe seines Vorredners Friedrich Merz reagierte der Kanzler scharf und machte bei der Generaldebatte dem Oppositionsführer und der Union ordentlich Feuer unterm Hintern. Die CDU-CSU ist die Partei, die komplette Verantwortung dafür hat, dass Deutschland Ausstiegsentscheidungen getroffen hat aus der Kohle und aus der Atomenergie, aber die niemals die Kraft hatte, in irgendetwas einzusteigen. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Deutschland hat ein Energieproblem und wer daran schuld ist, ist für den Kanzler glasklar. Die CDU hat die letzten 16 Jahre regiert und sich, laut Scholz, nicht darum geschert, alternative Energien zu fördern. Und dann hätten sie, so Scholz, manche Probleme noch nicht mal als solche erkannt. Sie hatten noch nicht mal in der Opposition es da fertig gebracht, das eigene Versäumnis als Problem der neuen Regierung unterzuschieben. Wir hatten es schon gelöst, bevor Sie überhaupt mitbekommen haben, dass da eins war. Das ist die Wahrheit, über die wir reden müssen. Genau deswegen kommt Scholz in seiner Rede auch zu folgendem Fazit. Und es ist gut, dass Sie in der Opposition sind, damit wir die industrielle Modernisierung unseres Landes hinkriegen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben und uns nicht mehr vor den Problemen dieses Landes drücken. Aber keine Sorge, dem steht Friedrich Merz im Nichts nach. Auch er war gestern in Höchstform und genoss seinen Auftritt in der Generaldebatte. Merz hat die Samthandschuhe zu Hause gelassen und schlug da drauf, wo es der Koalition besonders wehtut. Sie mühen und streiten sich über Wochen und Monate. Die gesamte Sommerpause ist doch bestimmt gewesen von einem permanenten Streit dieser Koalition. Über Wochen und herausgekommen ist wieder einmal ein Sammelsurium an Kompromissen auf dem Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners, den diese Koalition noch zusammenhält. Auch durfte die umstrittene Gasumlage von Robert Habeck nicht fehlen. An der ließ er schließlich auch kein gutes Haar. Diese Gasumlage wird die Inflationsrate in Deutschland noch weiter in die Höhe treiben. Sie wird die privaten Haushalte noch höher belasten. Und sie wird vor allen Dingen die Unternehmen in Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo sie es nun überhaupt nicht gebrauchen können, mit Tausenden, Hunderttausenden, Millionen zusätzlicher Kosten belasten, nur weil sie in dieser Bundesregierung krampfhaft an dieser Umlage festhalten. Und wenn er gerade schon dabei war, konnte sich Merz natürlich einen Seitenhieb zu Robert Habecks Auftritt bei Maischberger nicht verkneifen. Der Wirtschaftsminister konnte sich in der Talkshow nicht mehr so recht an das Konzept der Insolvenz erinnern. Auf die Frage hin, ob er mit einer Insolvenzwelle rechne, sagt der Wirtschaftsminister. Das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Eine Steilvorlage für Friedrich Merz, die er dann gestern auch genutzt hat. Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten, was sie da gestern Abend von sich gegeben haben. Man kann es nur hoffen. Fazit: Die beiden Kontrahenten Merz und Scholz liefern sich ein Schauspiel der Naturgewalten. Während der Oppositionsführer mit seinem Sprachgewitter wie ein Blitz einschlägt, donnert Scholz hitzig hinterher. Was die beiden wohl nicht hören wollen, aber die Wahrheit ist, sie treiben sich gegenseitig an und laufen zur Höchstform auf. Donnerwetter! Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Michael Bröker hat gestern an Bord der Pioneer One in Düsseldorf mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst gesprochen. Ich will Dinge, die im Detail erklärt werden, dann kann ich mir ein Bild davon
davon machen. Ich lasse mich jedenfalls nicht vor die Pumpe schieben nach dem Motto friss oder stirb, mach das mal alles mit, sonst ist das unpopulär. Dann ist das eben mal 6 Wochen unpopulär. Unsere Börsenreporterinnen berichten aus New York und Frankfurt über die neuen Apple-Produkte und über positive Nachrichten für die RWE-Aktie. Außerdem wundern wir uns über die großen Spendierhosen des eigentlich gerade ziemlich klammen Gasimporteurs Uniper und wir wissen, was wirklich gut für die seelische Gesundheit ist. Gestern waren wir noch mit unserem Medienschiff The Pioneer One in Düsseldorf und haben an Bord den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst begrüßt. Rund 90 Pioneers waren dabei, als unser Chefredakteur Michael Bröker mit ihm über den anstehenden CDU-Bundesparteitag und seinen Parteivorsitzenden Friedrich Merz gesprochen hat. Aber natürlich auch über das große Entlastungspaket der Bundesregierung, wie er als Chef der Landesregierung des bevölkerungsreichsten Bundeslandes darauf schaut. Hier ein Ausschnitt aus dem gut einstündigen Gespräch. Politik ist Verhandlung, Herr Wüst. Politik ist Geben und Nehmen. Sie könnten natürlich jetzt sagen, als einer der führenden Oppositionspolitiker, der Sie im Bund im Grunde sind als NRW-Ministerpräsident, viele dieser Maßnahmen, die in Berlin beschlossen wurden, gehen nicht ohne die Länder. Wenn Sie es ernst meinen, könnten Sie sagen, wir machen an vielen Stellen gerne mit, aber nur, wenn ihr unsere zentrale Forderung, die AKWs länger laufen zu lassen, mitmacht. Ich lasse mich nicht so gerne als Oppositionspolitiker titulieren, sondern den lassen wir mal schön da. Sondern ich bin hier verantwortlich für 18 Millionen Menschen und einen Wirtschaftsstandort, der viel Strom braucht und viel Gas braucht. Das ist meine Verantwortung, nicht irgendwelche taktischen Dinge da in Berlin. Und trotzdem habe ich meine Punkte mit dem Bund, die ich in meiner Verantwortung fürs Land streitig stelle. Nämlich die Finanzierung dieses Pakets. Da wird eine große Zahl in die Welt gesetzt, 65 Milliarden Euro. Da werden viele Dinge gemacht, die ich für richtig halte, dass man jetzt nachholt, was man am Anfang vergessen hat, nämlich Rentnerinnen und Rentner, Studierenden ein Stück Hilfe zu geben. Das ist alles okay. Alles okay, kann man machen. Ob das alles mit der Gießkanne sein muss, das wird immer viel geredet von zielgenau. Ich hätte die 300 Euro jetzt nicht gebraucht, aber so, sei es drum. Machen wir alles mit. Wieso sei es drum? Sie könnten ja sagen, wir hätten gerne eine Veränderung, die Einmalzahlung für alle. Ich will jetzt nur auf den Punkt kommen. Ich kann Ihnen jetzt hier 14 DIN A4 Seiten auswendig gelernt vortragen, das wollen Sie aber nicht hören. Nee, bitte nicht. Aber was ich nicht in Ordnung finde, und darüber müssen wir reden, dass dann über 30 Milliarden dieses Paket steuerfinanziert werden und man automatisch davon ausgeht, die Länder bezahlen das mit. Also ich habe mit vielen Ministerpräsidenten gesprochen in den letzten Tagen. Der Bund hat mit niemandem von uns gesprochen. Die haben offensichtlich so viel Stress untereinander und machen dann Stunde um Stunde bis in die Nacht. Auch nicht mit ihrem grünen Koalitionspartner? Nein, die waren alle, nach allem, was ich weiß, übrigens auch nicht mit dem Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg. Der ist ja der krasseste, der ist ja der deutlichste in der Beschreibung, wie man das gerade zu sehen hat. Und darüber wird zu sprechen sein. Und was nicht in Ordnung ist, dann zu sagen, ja, wir machen jetzt mal ein schnelles Bundesratsverfahren, schieben euch da vor den Knoten. Und wenn ihr nicht mitstimmt, und dann seid ihr die bösen Buben hier in dem Spiel. Das ist nicht okay. Ich will da mal einmal eine Dimension deutlich machen. Wir haben das jetzt mal gerechnet, da sind viele Unbekannte noch drin. Unbekannte auch in entscheidender Dimension. Aber wir gehen davon aus, dass wir eine Belastung haben von 3 bis 4 Milliarden Euro durch das, was die Ampel da vorgestellt hat. Das ist das. Einmalig oder dauerhaft? Wie lange sollen die Dinge gelten? Manche Maßnahmen sind dauerhaft, manche sind Einmalzahlung. Mindestens im nächsten Jahr 2023 okay. Ist das eine Belastung von dieser Größenordnung. Warum können wir es nicht genauer sagen? Weil die Pläne der Ampel auch noch nicht so im Gesetzestext stehen. Wir auch nicht wissen, bei Tarifverhandlungen nimmt man die 3.000 Euro pauschal sozusagen als Einmalzahlung fürs ganze Jahr bei einer kurzen Laufzeit vom Tarifvertrag. Ich habe das ja früher mal beruflich gemacht, will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich käme schon auf Ideen, hat der Finanzminister nichts davon. Ist ja der Plan, das soll ja mit den 3.000 Euro so sein. Fehlen uns die Steuermehreinnahmen, die wir einfach aufgrund von steigenden Lohnsummen in Summe auch immer mit drin haben. Also fehlen uns 3 bis 4 Milliarden Euro. Das wäre exakt das, was wir im nächsten Jahr zum Politikmachen hätten bei einem Haushalt von 90 Milliarden. Damit ist die Haushaltsdebatte fürs nächste Jahr in Nordrhein-Westfalen ziemlich beendet. So, das ist in allen Ländern so. Winfried Kretschmann sagt 4 Milliarden bei ihm. Also wir reden hier jetzt nicht davon, von einer Summe, wo man sagt, in der Krise, jetzt sammeln wir mal das Kleingeld ein. Das ist nicht der Punkt, sondern hier geht es für die Länder ans Eingemachte. Und deswegen haben wir jetzt einen Fuß in die Tür gestellt und gesagt, da müssen wir mal drüber reden, Freunde, wie das läuft. Wie geht das konkret? Vermittlungsausschuss anrufen? Ich habe jetzt erstmal den Wunsch vieler Kolleginnen und Kollegen
wahrgenommen, eine Ministerpräsidentenkonferenz einzuladen. Ich bin da der Vorsitzende und insofern hat man auch immer so ein bisschen Notarfunktion für die ganze Truppe. Viele wollen das jetzt. Jetzt werden wir die Bundesregierung bitten, da einen Termin zu finden. Das ist gerade auch in Absprache, dass man darüber mal spricht. Und dass wir vor dem formellen Bundesratsverfahren die Dinge mal diskutieren, bevor die Sachen aufgeschrieben werden, bevor man nachher hopp oder top sagen muss. Sprechen ist, glaube ich, gut. Hätte man vorher machen können. Jetzt machen wir es halt dazwischen. Und notfalls gehen wir danach auch in den Vermittlungsausschuss. Dafür ist das ein Verfassungsorgan. Da können wir mit umgehen. Ist alles nichts, was wir nicht kennen in der Bundesrepublik Deutschland. Bei den Summen muss man sich dem wohl unterziehen. Nach unserer Analyse ist es eigentlich gar kein so großes Entlastungspaket und offenbar nach der Analyse von Christian Lindner auch nicht, der plötzlich keine Probleme hat, 30 Milliarden Euro auszugeben. Das ist so ungefähr das Bundesvolumen, weil er weiß, dass er inflationsbedingte Steuermehreinnahmen hat. Die haben Sie doch in Nordrhein-Westfalen auch. Was spricht dagegen, dass der Bund und die Länder, die durch den exogenen Schock Ukraine-Krieg entstandenen inflationsbedingten Steuermehreinnahmen 1:1 an Bürger und Privathaushalte und Unternehmen zurückgibt? Da könnte ja Ihre Haushaltsplanung nicht kollabieren dann. Ich habe allerdings auch ein paar mehr Belastungen, die durch diesen Krieg ausgelöst werden, mit denen ich umgehen muss, die der Bund in der Dimension gar nicht hat. Wir haben ja in der Verfassung einfach ein paar Aufgaben aufgeteilt. Und der Bund hat eben bestimmte Aufgaben nicht. Ich habe jede Menge Transferleistungs-, Zahlungsempfänger, eigene Einrichtungen, die eine Kostensteigerung bei der Energie haben. Ich nenne jetzt mal, rechtlich sind die teilweise unterschiedlich aufgehängt, spielt aber jetzt keine Rolle. Ich muss Antworten geben, was ist mit den Universitäten? Ich muss Antworten geben, was ist mit Kitas? Ich muss Landeseinrichtungen, Kultur, Kunst, all die in der verfassungsrechtlichen Ordnung sozusagen an den Ländern hängen, haben ja die gleichen Probleme. Damit muss ich auch umgehen. Sie meinen Energiepreise? Energiepreise, damit müssen wir umgehen. Und da muss am Ende ein Strich drunter sein, der uns allen ermöglicht, irgendwie sauber durch diese schwierige Zeit zu kommen. Und was ist jetzt konkret das, wo Sie sagen, wichtig, richtig, brauchen wir? Kalte Progression, Abbau, ja oder nein? Lassen Sie uns 2-3 große Themen für uns mal besprechen, damit wir wissen, in welche Richtung es gehen könnte. Ja, ich hab gegen die Details habe ich gar nichts. Also ich habe irgendwas gesagt zu Rentnern, ich habe irgendwas gesagt zu Studierenden. Kalte Progression, um die Mitte auch ein Stück zu entlasten, ist wichtig. Was fehlt, ist eine Antwort zum Thema Mittelstand, Wirtschaft und Energiepreise. Der Teil fehlt, die Strompreis- oder Energiebremse ist konditioniert an die europäische Zufallsgewinnsteuer und europäische Zustimmung. Kalte Progression soll auch erst in der Umsetzung dann später wirken. Da sind also ja noch so ein paar sehr vage Dinge drin. Auch darüber werden wir einfach mal mit dem Bund sprechen müssen. Wie realistisch ist das? Dann steht da drin, wenn es in Europa nicht geht, machen wir das. Wann kommt diese Bremse dann, wenn man erst in Europa verhandelt? Ist ja auch nicht so, dass man nach Brüssel fährt, bei Frau von der Leyen klingelt und das in einer halben Stunde geritzt ist. Das wird ja dauern. Auch darüber wird man sprechen müssen, wann kommt welche Entlastungswirkung. Passt das oder passt das nicht? Denn es kann nicht nur darum gehen, darüber zu sprechen, wer bezahlt ist. Dieses Entlastungspaket muss jetzt auch sitzen. Und auch darüber erlaube ich mir anzumelden, dass wir Gesprächsbedarf haben. Sind Sie denn generell der Meinung, dass die Zufallserlös Abschöpfung, wie es der Bundeskanzler jetzt genannt hat, um das Wort Übergewinnsteuer nie wieder zu verwenden, dass die inhaltlich richtig sind, weil wir in einer Situation sind, Marktversagen und Unternehmen, die in ihrem Bundesland sitzen, wie E.ON und RWE, am Ende vielleicht was abgeben müssten. Ich tue mich damit total schwer, ordnungspolitisch. Das ist eben so ein Ding, das kann man nicht in einem Bundesratsverfahren friss oder stirb, ja oder nein, besprechen. Da hätte ich gerne mal erklärt vom Bund, wie man sich das vorstellt. Zufallsgewinn ist auch wieder so ein Wort aus der Kreativküche der Politsprecher. Alles gut, ich nehme das alles an, ich verstehe auch, warum das sein muss. Der eine Koalitionspartner kriegt seinen Streckbetrieb, jedenfalls das Wort, machen tut das dann doch nicht. Der andere kriegt seine Zufallsgewinn, alles gut, geschenkt. Also, wir müssen alle irgendwie durchs Loch, auch mit unseren Parteien, habe ich keinen Stress mit. Ich bin zu lang Politiker, um mich über sowas aufzuregen. Aber ich würde schon gerne wissen, was es ist. Also, was ist ein Zufallsgewinn und ist das noch... Ist das dann nur der Energieerzeuger oder ist das auch der Zulieferer, der jetzt über Nacht Anlagenteile liefern musste, Revisionen verschieben, weiß ich nicht was, der jetzt auch ganz andere Preise aufrufen kann? Wie weit gehen wir in die Wertschöpfungskette Energieerzeugung rein bei diesem Zufallsgewinn? Die Frage wird man ja mal stellen dürfen. Das ist immer alles so schnell dahergesagt. Ordnungspolitisch ist das für mich erstmal ein großes Fragezeichen.
hätte ich gerne vom Bundesfinanzminister erklärt. Also grundsätzlich durchaus wohlwollend, aber Sie wollen die Details sehen, habe ich verstanden. Ja, wir fahren ja jetzt gleich Richtung Köln, da gibt es den Spruch, man soll keine jungen Hunde ersäufen. Sie wollen mit mir jetzt nicht die Verhandlungen führen, die Sie dann da noch machen müssen, merke ich gerade. Ja, ich will erst mal hören, was Sie sich vorstellen. Ich sehe Pressekonferenzen, so wie Sie die Pressekonferenzen und Papiere, wo Dinge sehen. Ich will Dinge, die aufgeschrieben sind. Ich will Dinge, die im Detail erklärt werden. Dann kann ich mir ein Bild davon machen. Ich lasse mich jedenfalls nicht vor die Pumpe schieben. Nach dem Motto, friss oder stirb, mach das mal alles mit, sonst ist das unpopulär. Dann ist das eben mal 6 Wochen unpopulär. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, hier schauen heute natürlich alle auf die Vorstellung der neuen Produkte von Apple. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Gestern Abend hat Apple sein neues Sortiment vorgestellt. Was gibt es Neues und was können die neuen Geräte? Wie erwartet gibt es das neue iPhone 14 und zwar in den Varianten ganz normal, Plus, Pro und Pro Plus. Außerdem gibt es eine neue Apple Watch Ultra, die ist größer und robuster als die normalen Uhren von Apple und eignet sich vor allem für Extremsportler. Und es gibt neue AirPods Pro. Eine der wichtigsten und interessantesten Neuerungen von dem iPhone ist die Möglichkeit, Notfallnachrichten per Satellit abzuschicken, wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt. Was auch ganz neu ist, zumindest bei den US-Versionen des iPhones, es wird keinen Slot mehr für eine physische SIM-Karte geben. Alles soll dann mit programmierbaren elektronischen SIM-Karten gehen. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Spielereien, zum Beispiel bei den Pro-Versionen ständig aktives Display, verbesserte Selfie-Funktion. Und auch wie sonst immer ist alles schneller und besser. Was hier aber viele an der Wall Street interessiert hatte, war, ob Apple wegen der Inflation seine Geräte jetzt teurer macht. Das ist in den USA tatsächlich überraschenderweise nicht der Fall. Da kosten die neuen iPhone 14 genauso viel wie letztes Jahr das iPhone 13, als es rauskam. Bei den Europreisen sieht es allerdings anders aus. Da preist Apple jetzt schon die Verluste durch den schlechten Umrechnungskurs mit ein. In Deutschland wird das normale iPhone 14 999 Euro kosten, 100 Euro mehr als noch das iPhone 13 damals und auch rund 100 Euro mehr als in den USA. Da gibt es das günstigste Modell für $799. Beim Pro-Modell sind es sogar 150 Euro mehr als letztes Jahr und 300 mehr als in den USA. Die Anleger hier an der Wall Street waren aber zufrieden. Die Apple-Aktie schloss mit einem Plus von 1%. Danke, Anne. Und jetzt geht's direkt weiter nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Chelsea. Die geplante EU-Preisobergrenze für Strom beflügelt wohl so manche Aktienkurse. Nachdem es für RWE in letzter Zeit nicht so gut aussah, konnte die Aktie nun ein deutliches Plus verzeichnen. Warum profitiert RWE davon? Die RWE-Aktie profitiert davon, dass der sogenannte Stromdeckel, der nun jetzt vorgeschlagen wird von Brüssel, höher ausfällt als vorher erwartet. Momentan ist der Spotpreis für Strom ja in Deutschland bei 450 Euro pro Megawattstunde und Brüssel schlägt jetzt eine Deckelung von 200 Euro pro Megawattstunde vor. Und davon sollten vor allem Erzeuger erneuerbarer Energien profitieren und dazu gehört auch RWE. RWE ist ja der größte Stromproduzent in Deutschland. E.ON ist ja nun sehr stark im Durchleitungsgeschäft. Das heißt, die haben die Leitungen. Deswegen profitieren die nicht so deutlich in der Aktienkursreaktion wie E.ON. Jefferies, die Investmentboutique, sagt, dass diese sogenannte Obergrenze, falls sie denn auch so sich bewahrheiten sollte, ein deutlich besser als erwartetes Ergebnis für die Versorger sei. Und das ist auch der Grund, warum die am gestrigen Tag unisono gestiegen sind. Der Sektorindex an den europäischen Börsen ist in der Spitze um 4% im Plus gewesen. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass Uniper, der größte Gasimporteur des Landes, auf der einen Seite vom Staat unterstützt werden muss. Bisher sind 15 Milliarden Euro geflossen, um eine Pleite zu verhindern. 4 weitere Milliarden sind angemeldet. Aber auf der anderen Seite wird das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Wir erinnern uns, Kanzler Olaf Scholz persönlich hatte dem Unternehmen praktisch einen Blankoscheck ausgestellt. Wir haben auf alle Fälle uns politisch entschieden, dass wir Uniper helfen werden. Darauf kann sich das Unternehmen, darauf kann sich die Belegschaft, aber darauf können sich auch alle in Deutschland verlassen, die ja wissen, dass das ein Unternehmen ist, das für die Versorgung großer Teile der Wirtschaft und vieler Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Bedeutung hat.
Also her mit dem Steuergeld zur Rettung des Unternehmens. Aber vielleicht kann man dann im Gegenzug auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein oder Sensibilität im Umgang mit Geld von Uniper erwarten. Genau das Gegenteil haben jetzt die Kollegen vom Business Insider recherchiert. Sie haben herausgefunden, dass Uniper als großzügiger Sponsor der Gasmesse GasTech auftritt, die am Montag in Mailand eröffnet wurde und die bis heute läuft. Die Homepage der Messe weist Uniper als offiziellen Platin-Sponsor aus. Um dieses Gütesiegel zu erreichen, muss man mindestens 175.000 Euro locker gemacht haben. Außerdem hat Uniper im Rahmen dieser Messe eine alte Mailänder Villa angemietet und dort ein Gala-Dinner veranstaltet. Fotos bei Twitter, die jetzt übrigens wie von Zauberhand wieder verschwunden sind, zeigten, wie Uniper-Geschäftsführer Klaus-Dieter Maubach die Teilnehmer persönlich zum Auftakt des edlen Abendessens begrüßte. Und es wurde stilvoll gefeiert. Für Unterhaltung im Garten sorgten eine Sängerin, ein Pianist, ein Cellist und ein Trompetenspieler. Kostenpunkt für den Abend mindestens 150.000 Euro. Rechnen wir also kurz zusammen. Uniper hat sich die Gasmesse in Mailand also mindestens 325.000 Euro kosten lassen. Wir wissen nicht, ob wir etwas an der Gasumlage nicht ganz richtig verstanden haben, aber es bedeutet ganz sicher nicht, dass ein Gasimporteur Steuerkohle verbrennt und alles verpufft, bis auf den sehr faden Beigeschmack, den das hinterlässt. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass eine Kuh auch mal Wunder bewirken kann. In Australien kann man jetzt auf Rezept mit Kühen kuscheln. Denn das Knuddeln der Kühe wirkt sich positiv auf unsere mentale Gesundheit aus. Ja, Sie haben richtig gehört. Nach Hund-, Pferd- und Delfintherapie kommt nun also die Kuhtherapie. Welche Wirkung die Kuh auf den Menschen haben kann, das hat der Australier Lawrence Fox selbst erfahren. Er lebte während des ersten Corona-Lockdowns einsam auf einer australischen Farm. Weit und breit kein Mensch, aber dafür eine Kuhherde. Er verbrachte teilweise Stunden mit den Kühen und freundete sich mit ihnen an. In der Zeit litt er unter Depressionen und er merkte, nach dem Besuch auf der Weide ging es ihm jedes Mal besser. Als die Herde aus finanziellen Gründen verkauft werden sollte, entschloss er sich kurzerhand, seine Freunde vor dem Schlachter zu retten und gründete ein Kuhtherapieunternehmen. Klingt logisch, oder? Nun können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ganz offiziell mit Rezept Kühe bei Lawrence streicheln. Er persönlich hängt besonders an seiner Kuh Holly und er erklärt hier, warum. This is Holly. Holly's a super sweetheart. She's the sweetest cow. She's a beautiful, beautiful golden coat. Big horns. And she loves a scratch. She's always the first to come to the fence and look to get a scratch, to have a pat. And she's got a really beautiful toothy smile, so she's just adorable all the way around. Studien belegen, die Nähe von Kühen löst bei Menschen einen unmittelbaren psychologischen Effekt aus. Es reichen schon 15 Minuten Streicheln. Dabei wird das Hormon Oxytocin freigesetzt. Dadurch haben wir das Gefühl sozialer Verbundenheit. Menschen seien danach entspannter und voller Energie. Wir lernen, es muss nicht immer das große Tamtam sein, um ein bisschen Entspannung zu genießen. Also back to basics oder besser gesagt, in der Kuh liegt die Kraft. I know our days are heaven sent. Lord knows I know now where the wind. Shake my head. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gelassenen Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place. Move around a lot these days. Honky tonks and Broadway. Same thing that I've always done. But I'm older now. I get tired some. I know I'm dead. Heaven sent. Lord knows I know now where the wind. Shake my head.